Eher die Klasse der Familienvans. Wir haben getestet, welcher bei Mama, Papa und den Kids keine Wünsche offen lässt. Wenn Familien nur das Nötigste einpacken, dann kann das schon mal so aussehen. Ein Fall für Spezialisten. Aber welcher Kompaktvan ist der beste? Unsere Testfamilie, Papa Stefan, Mama Tanja und die Kids Leon und Janis, die Zaps. Wenn wir wegfahren wollen zu den Großeltern, nimmt jedes Kind seine spezielle Ausrüstung wie Rollerblades oder Fahrradroller mit. Und ruckzuck ist so ein Auto an seinen Grenzen angelangt. Nicht mit diesen dreien. Die deutschen Familienvan-Bestseller. Der Ford C-Max, der VW Touran und der Opel Zafira. Im großen Papa-Mama-Kids-Test soll Familie Zapp herausfinden, welcher Dieselvan der beste ist. Family Check die erste, der Papa-Test. Für echte Väter zählt in erster Linie eins, die Power. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Zafira unten hat am meisten Bums, der C-Max oben verbraucht dafür am wenigsten. Und auch in Sachen Fahrspaß gibt es für Stefan Unterschiede. Er zieht relativ gut, er ist nur unwahrscheinlich laut. Er kommt zügig voran. Kurvenlage ist schön, ausreichend. Er kommt den Berg hoch. Nicht gerade ein Kompliment, aber für Papas ist natürlich noch was wichtig. Bequem muss es sein. Hinten die Kinder werden wahrscheinlich ein wenig Probleme haben im Platz. Die Sitze sind sehr bequem. Auch seitlich gut hochgebaut. Vom Sitzen her würde ich sagen, ein wenig unbequemer als beim Zafira. Unser Testpapa hat genug gesehen. Für uns vergibt er Schulnoten für die drei Familienkutschen. Zweimal gut und einmal sehr gut. Nach dem ersten Test liegt der Opel überraschend vorn. Family Check die zweite, der Mama-Test. Mütter wie Tatjana denken praktisch. Rückbank, Platz und Co. ein entscheidendes Kriterium. Da sind ja gleich schon zwei Extrasitze drin. Da kann ich ja die Jungs vom Fußball noch mitnehmen. Der Opel hat serienmäßig zwei Sitze mehr als die Konkurrenz, ist dafür aber nicht so variabel. Und wie sieht's mit dem Platzangebot im Kofferraum aus? Tatjana lädt ein, was das Zeug hält. Im Touran kommt das Gepäck fürs Wochenende locker unter. Kein Wunder bei fast 700 Litern Ladevolumen. Ähnliches Bild beim Zafira. Auch 50 Liter weniger bieten noch ordentlich Platz. Der C-Max wirkt mit seinen 550 Litern allerdings vollgestopft. Viel Luft ist nicht mehr. Und das merkt man auch beim Platz für die Kindersitze. Drei sollten reinpassen. Naja, selbst für kleine Händchen etwas zu eng. Auch im Zafira ist Aua programmiert. Beim Touran passt's. Also hier ist eindeutig der meiste Platz im Touran. Da können sich die Kinder beim Anschnallen nicht so schnell die Hände einklemmen. Nächstes Zwischenfazit, schwere Entscheidung. Vom Platz her sind Zafira und Touran einigermaßen gleich. Die zusätzlichen Sitze machen den Opel allerdings zu Tanjas Liebling. Family Check die dritte, der Kids-Test. Janis und Leon spielen Entdecker. Als erstes im C-Max. Der Ford hat den Kleinen mächtig viel zu bieten. Mit seinen Rollos, zahlreichen Fächern, Tischen und dem cleveren Rückbankspiegel. Guck mal, den, das ist der Kameramann. Der Ford, ein Eldorado für kleine Vorwitznasen. Aber auch im Van-Kollegen aus Wolfsburg wird's den beiden absolut nicht langweilig. Cool, Leon. Hier kann man Getränke reinmachen. Und der Sechsjährige forscht weiter bis zum K.O. Autsch. Ups. Dann ist der Zafira dran. Und der ist für die Kids eher enttäuschend. Guck mal, Leon, hier sind keine Tische. Von Action im Zafira keine Spur. Gerade mal ein paar Knöpfchen. Aber wer gewinnt denn nun den großen Papa-Mama-Kids-Test? Unser Testsieger ist der Zafira. Und den würden die Zaps am liebsten gleich mit nach Hause nehmen.